So, kaum ist das Geflimmer weg, gehen ja auch die FPS wieder hoch. Wow. Und die Herzen. Und da unten ist eine Kiste. Eine große Kiste. Was mag da wohl drin sein? Bestimmt Rubine oder so ein Scheiß wieder, was da kein Mensch braucht. Natürlich. Ach, ein Schlüssel sogar. Ui. Eine Schlüssel? Huch. Feuer. Okay, lass mal das Feuer mal Feuer sein. Und schieben da mal schnell die Kiste weg. So, haben wir hier noch zufällig ein Herz über? Nö. Das ist aber nicht schön. Ui, ui, Herz, Herz, Herz. Sehr gut. Haben wir auch schon tatsächlich das erste Game Over bekommen? Ich glaub's ja nicht. So, und Freiflug. Ui. Upsale. Wow. Nicht wieder runterspringen. Und noch ein Schalter. Zack. Ja, okay. So, und Freiflug. Nein. Was machst du denn? Springt der gegen die Kette da? Ich glaube, ich kriege einen Vogel, du. So, wir können jetzt auch unter Wasser unser Schwert ziehen. Das finde ich auch richtig geil, dass das jetzt mal gemacht wurde. So, auftauchen nochmal. Eieiei, ich springe ja noch gegen die Kette, das gibt's ja nicht. Nein, 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 nein. Steuerung. Auf mich zu verarschen. Alter, sag mal, was ist denn heute los? Das geht gar nicht klar, ey. Kaum ist hier ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Animation im Spiel, schon gehen hier die FPS extrem runter. Das. So, zack, jetzt. Irgendwie ist heute überall der Wurm drin. Ich komme da überhaupt nicht mit klar heute. Das wollte ich mir heute was runterladen, dann funktioniert das nicht. Komischerweise funktioniert YouTube mal. Das ist ja mal was ganz Neues. Jetzt spackt hier der PC beim Aufnehmen rum. Es ist einfach wieder zum Eier holen. Naja, komm, hauen wir da mal drauf. Geht hier die Tür auf. Und wir gucken direkt mal, was wir da drin haben. Komische Gnome, die hauen wir mal kurz um. So, Ruhe. So, ein Herz. Wow, komische Dinger, die Feuer auf uns abfeuern. Aber sonst geht's euch noch gut, ne? So, da geht's rauf. Gucken wir mal, was wir da oben haben. Aber ich glaube, wir können hier erst zu einem späteren Zeitpunkt hin. Ach nee. Richtig, richtig. So war ja das Ganze, ne? So wird ein Schuh draus. War schnell weg, bevor die Dinger wieder auf uns schießen. Da haben wir den Schlüssel bekommen. Tür auf und durchgehen.
Ach, hier sind wir jetzt. Ah, ja. So, ich muss mich hier mal ganz kurz orientieren. Ruin. Aua. Hab ich das Ding noch tatsächlich wieder erwischt? Eine Kiste. Ein Schlüssel. Und damit kommen wir hier durch. Das ist ein bisschen tricky gemacht, ne? Meisterschlüssel in so einer großen Kiste versteckt und wieder in so einer kleinen. Da kann man sich nie sicher sein, ne? So, das Herz brauche ich. Wollte ich. So, hier im Wasser haben wir auch was. Sieht erstmal nicht so aus. Nein, tut mir leid, darum muss ich euch enttäuschen. Im Wasser ist definitiv nichts. Nicht mal Viecher, die uns das Leben nehmen wollen. Nein, absolut nichts, rein gar nichts. Da können wir bloß wieder nach oben laufen. Und hoffen, dass wir nicht runterfallen. Okay, das war anscheinend gerade nicht so wirklich richtig. Ich glaube. Ah, okay. Festmagnetisieren. Wieder entmagnetisieren, weiterlaufen und wieder festmagnetisieren. So geht das also. Und da komme ich noch drüber. Huhuhuhu. Ich mache hier mal wieder riskante Manöver, du. Guten Tag, ehrwürdiger Gorone. Ich plünder erstmal. Nee, wir haben ja Herzen voll, ne? Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Ebizo. Ich glaube, die haben es mit dem Namen Don. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicher schon Bescheid, oder? Also nimm das hier und zieh deines Weges. So, zweites Schlüsselfragment. Ach, jetzt da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird in einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Aha, der Wächter ist dann wahrscheinlich der Zwischenboss, den wir mal kurz aufs Maul hauen müssen. So, 10 Mack. Achso, hier drin haben wir keine Schwertfunktion, ist aber schade. Und wir können nur durch denselben Weg wieder raus, wollte ich jetzt sagen. Auf selben Wege wieder nach draußen, den wir gekommen sein. Nee. Aua. Nein. Hör auf. Die Information war falsch, da oben drüber gibt's noch eine Tür.
So, einmal die Leiter hoch. Natürlich, da drüben sein die Tür. Die Tür zu die Ausgang. Bum, 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 bum. Da, 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 da. So, einmal an der Wand entlang. Ich habe keine Ahnung, was heute mit den FPS wieder los ist. Das ist mal wieder so eine richtig schöne Kacke, was hier abgeht. Das passt mir gar nicht, aber da kann ich leider nichts machen. Das ist die bekackte Emulator-Engine, aber ich sag mal, besser als nix. Mal loslassen, bitteschön. Ich will mein Herzen sammeln, wir brauchen noch gar nichts. Bin's immer gewohnt, Energie zu sammeln. Oh oh, Zwischengegner! Hallo Zwischengegner! Ja, ja, ich weiß schon, dass du da bist. Brauchst du mich gar nicht erst hier einsperren. So, du willst aufs Maul? Dann komm mal her. Oh, ein Mensch? Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Oh, oh. Okay, du willst Krieg? Kannst du haben. Ah, komm. Ah. Hör auf, dich zu decken, du Arsch. So, jetzt. Und weg. Na, ist heiß. Das macht gar nichts, mein Freund. Das macht gar nichts. Das ist gut so. Das treibt dir die Flausen aus dem Kopf, mein Lieber. Ah. Komm, hol zum Schlag aus. Nein! Ah, verdammt! Drüber den Rand gerutscht. Nee, du. Komm, gib Herzen. So, und wieder auf in den Kampf. Bäum dich nicht so auf, du. So, und jetzt fall runter. Ma. War knapp. Komm schon. Ach, Mann. Fällt nicht runter, du, das gibt's nicht. Boah, dich wieder runterrutschen, Link. So, greifen. Und weg damit. Hohohohoho. Hohohohoho.
Na, macht's dir Spaß, ja? Nochmal Lust in der Lava zu landen? Gut. Uah. Komm, greif an. Greif endlich an. Ich rutsch weg. Nein. Weg da vom Abgrund. Ach, komm schon. Mist. Jetzt mit den Schuhen versuchen sollen, wegzukommen. Scheiße. Blöd gelaufen. Mist. Und keine Herzen mehr. Das heißt, beim nächsten Mal sind wir weg vom Fenster. Ich hoffe bloß, dass der Kampf nicht jedes Mal von vorne beginnt. Drauf auf die Wampe. Zack. Boah. Mist. So, jetzt rein mit dir in die Lava. Na, ist gut, ne? So, und nochmal drauf auf die Wampe, jetzt komm. Und nochmal ein schönes Lavabad für den Herrn. Und nochmal drauf auf die Wampe, so, zack. Und nochmal umdrehen. Und tschüss. Na, tut das gut, ja? Scheint ja Spaß zu machen. Komm, von mir aus kann es weitergehen. So. So ein Geäffel hier. Mist. Da denkt man, ist ja nur ein Mensch. Und dann... Tja, ist der Pech, ne? Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Also gut. Nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Na sicher, der lässt jetzt auch einfach mal die Lava steigen. Das kann der einfach. Aber gut. Wir haben es geschafft. Und jetzt erhalten wir natürlich...